15 habe ich meinen ersten Triathlon gemacht. Und mein Vater hat dort angefangen, mich zu trainieren, in Anführungszeichen. Er war 15 Jahre lang mein Trainer, er hat mich zur Olympionikin gemacht. Er war aber zu lieb, um mich noch einen Schritt weiter zu bringen, um wirklich um eine Medaille zu kämpfen. Das heisst, er war eigentlich immer der, der mich eher gebremst hat. Ich war die, die gepusht hat. Und darum, um wirklich meine Limiten kennenzulernen, um an meine Grenzen zu gehen, habe ich einen anderen Coach gebraucht. Mein Wunsch für meine Kinder ist, dass sie etwas finden, das sie gerne machen, was eine Leidenschaft dafür haben. Genau wie ich meine Leidenschaft für den Triathlon habe. Ich möchte ihnen aber auch mit auf den Weg geben, dass es für das Durchhalten wieder braucht. Dass es auch bei Sachen, die man sehr gerne macht, Zeiten gibt, wo es schwierig ist, wo man ein bisschen durchbeissen muss. Und ich glaube, das ist etwas, was man extrem gut lernt als Athletin, als Spitzensportlerin. So Sachen möchte ich ihnen auch auf den Weg mitgeben.